Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Platin, ihr 93 Jovi. Im Offscreen-Training, was ich gemacht habe, ist einiges passiert, das möchte ich euch jetzt zeigen. Neben den vielen neuen Pokémon, die ich gefangen habe, weil wer weiß, hat sich zum einen Sunnyfly weiterentwickelt, von Luxio zu Luxtra. Ich habe mir, Moment, wie kann ich nochmal wechseln? Also nach oben und unten, oder? Dann habe ich mir ein Sichlor gefangen auf Route 250. Ich wusste gar nicht mehr, dass es sie dort zu fangen gibt, was ich Sir Slicer genannt habe. Und ich glaube, ich werde erst Sir Slicer anstatt Senior Pack mitnehmen und auch in die Pokémon-Liga, weil einfach seine Werte sind etwas besser. Dann habe ich mir ein Hundusto gefangen, natürlich, was sich auch kurz darauf zu Hundemon weiterentwickelt hat. Und wie ich versprochen habe, meinem guten Freund Uncle Wolf habe ich es nach ihm benannt. Sie, Uncle Wolf, hat leider nicht reingepasst, daher nur Uncle Wolf. Aber hey, das ist auch in Ordnung. Sie haben jetzt alle so um Level 30, das ist sehr gut. Ich wollte sie halt auf den gleichen Level bringen, damit sie mithalten können. Wir haben im letzten Teil den vierten Arena-Orden, den Berggrund, gewonnen und darauf hat uns die Lucia gesagt, ui, ihr Pokémon wurde entführt, wir müssen ihr helfen und das werden wir natürlich auch. Oh, Chovo, sag mal, kannst du mir helfen? Du kennst doch dieses Team Galactic, diese schrecklichen Leute. Sie wollten vor einer Weile Professor Ives Forschungsergebnisse in Jubelstadt entwenden, weißt du noch? Natürlich weiß ich das. Tja, und jetzt haben sie mir meinen Pokédex geklaut. Oh nee, nicht genau, Pokédex, nicht Pokémon. Bitte hilf mir, ihn wieder zu erlangen. Lass uns zusammen kämpfen. Natürlich! Du und deine Pokémon zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ein Traumteam, das einfach nicht verlieren kann. Diesen fiesen Schurken werden wir mit ihren Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Dafür sorgen wir. Blablabla. Mit meinen neuen Kräften. Da haben die gar keine Chance. Hä? Denn sie hat ja Schelast. Daher hat sie jetzt wahrscheinlich einen Schalke rein. An die Pipi setzt sie ein. Okay. Gut. Die haben ja gar keine Chance. Meine Pokémon sind überstark. Yeah. Ich bin halt so ein Typ, das hat man auch bei der Pokémon-Liga bei der in der Smaragd-Edition gesehen. Ich tue sie lieber auf einen Level trainieren, wo sie auf jeden Fall keine Probleme bekommen. Ich trainiere Uncle Wolf weiter, damit er halt auch noch gute Attacken erlernen kann. Beispielsweise Flammenwurf erlernt er es auf einem späteren Level. Ah ja, Erdanziehung natürlich. Dadurch können Pokémon aufgrund von Entzerrung nicht länger fliegen. Heißt das auch Pokémon, die schweben, werden auf den Boden gezogen? Wer weiß. Okay, ich sollte mich erstmal um Super kümmern. Mit seinen Flugattacken könnte ja so ein Goku viel Schaden zubereiten. Lecker zubereiten, ja, aber mit schöner, süßer, rosa, bitte, dankeschön. Meine Nase ist immer noch ein bisschen verstopft. Oder wieder verstopft. Das ist so eine Sache bei meinen Videos, wenn ich da zwischendrin mal gesund bin und danach wieder Scheinwerfer. Einfach so mal die Spezialattacke von Latios eingesetzt, was sehr effektiv gegen Typünkel ist. Mein Gott, hast du verdammtes Glück! Ja, gut. Alles klar, und dann bleibt Wursten Gabu übrig. Schade, dass ich da das Pokémon nicht wechseln konnte, weil ich würde gerne Sir Slicer zeigen. Weil er hat schon gute Attacken. Er hat einmal schon, was war's, Schlitzer, Verfolgung, Zornklinge und Flügelschlag. Ich habe mir vorgenommen, ihm auch noch Aeroas beizubringen, halt durch eine TM, die ich auf der Route vor Weideburg finden müsste. Ich habe nachgeschaut. Da heißt es unterhalb des Vogelfängers, aber da habe ich keinen Vogelfänger gesehen. Habe ich vielleicht falsch geschaut? Habe ich ihn übersehen? Ist er gut versteckt? Wer weiß. Von zwei Kindern besiegt? Das darf nicht wahr sein. Hätte mich doch zurückgehalten und das klare beobachtet. Ja, hättest du es lieber gemacht oder wärst daheim geblieben. Ach, das steckt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Oder seid ihr das? Weil ihr kommandiert eure Pokémon. Wir sollten uns im Halbquartier neue besorgen. Wen interessiert schon so ein dämlicher Pokédex? Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, des ganzen Universums. Hier, nimm deinen dämlichen Pokédex. Pah. All den Kram, den wir uns bei denen auf dem Gelände... den wir bei uns auf dem Gelände hatten, haben wir sowieso schon weggeschafft. Nach Weideburg. Und so benehmen wir uns wie das, was wir sind. Wie Rüppel. Frei nach Motto, ihr bekommt auch einen Senf ab. Wieso verraten die uns, wo sie hingehen? Echt. Bösewichte, die ihre Pläne verraten. Und ihre Gegner danach nicht ausscheiden, sind sowas von bekloppt. Was geht hier vor? Warum laufen die Typen von dem Galactic hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Hm.
Jovo, wie kann ich dir nur danken? Ohne meinen Pokédex wäre ich verloren gewesen. Für mich als Assistentin von Professor Eibe ist er wirklich unersetzlich. Was hast du denn als nächstes vor, Jovo? Ich werde wohl zum Pokémon-Landgut an der Route 212 gehen. Als Besucher bekommt man dort seltene Pokémon zu sehen, habe ich gehört. Daran erinnere ich mich. Ach, Lebel. Hab keine Furcht, meine Kinder. Ich bin in Windesaal herbeigeeilt, als ich von einem Duell zwischen Kindern und dem Galaktik hörte. Meine erstklassige Spürnase sagte mir sofort, dass ihr es seid. Oh, da ist ja wieder dieser seltsame Typ aus Jubelstadt. Wie ungehobelt, doch mein Genie zu verkennen ist Teil des Plans. Ich wollte nicht unhöflich erscheinen. Team Galactic hat mir meinen Pokédex weggenommen, deswegen bin ich wütend. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Ich gehe jetzt besser, nehmt euch für Team Galactic in Acht. See you later, Alligator. Das spielt alles keine Rolle. Die kriminellen Aktivitäten von Team Galactic sind es, die mich interessieren. Habseligkeiten eines Kindes zu stehen, scheint eine ungewohnt harmlose Tat. Doch hege ich weiter meinen Verdacht gegen dieses düstere Syndikat. Diese Tat könne eine Ablenkung sein, die mich von der Fährte abbringen soll. Wir müssen ihr Gelände untersuchen. Komm mit, wir werden es unserem prüfenden Blick unterziehen. Will ich mit? Ich will nicht unbedingt mit, naja. Moment, ich glaube, ich kriege ja Fliegen, oder? Aha, mein unvergleichlicher Spürsinn sagt, dass wir einen Schlüssel brauchen. Ach nee, eine verschlossene Tür braucht einen Schlüssel. Sie sind der Detektiv des Jahrhunderts. Und das war jetzt auch kein Sarkasmus. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als sie entfleuchten nicht zu verfolgen. Aha. Das müsste Fliegen sein, oder? Kriege ich die? Ja, bitte. Ohoho, diese versteckte Maschine. Sie enthält die Attacke Fliegen. So, ich überlasse dir aus Gründen, die ich nicht offenlegen kann. Doch dürfen wir sie nicht hier lassen, sonst fliegt uns Team Galactic noch davon. Was haben wir aus dieser Übung nun gelernt? Nicht viel. Nun ja. Interessanter ist sowieso das, was ich in der Spielhalle aufschnappte. Team Galactic hat etwas nach Weideburg transportiert. Etwas Verdächtiges. Was sie nur im Sinn haben? Wir wissen es nicht, doch es ist zweifellos grässlich. Also, das war schon gewesen. Gut. So. Alles klar, Jovo hat VM02 Fliegen gefunden. Wunderbar, das bringe ich doch gleich mal KitKat bei, dann kann ich nämlich auch überall dorthin fliegen, wo ich mal war. Da bin ich. Okay, stimmt, Schockwelle habe ich auch gefunden. Das kann ich leider bei DB nicht reinbringen, er ist leider kein Flughörnchen. Ja, genau, KitKat. So, das Slicer ist zwar ein Käferflug-Pokémon, dadurch hat er auch eine Doppelschwäche gegenüber Stein, aber ich glaube, gegen so viele Steinpokémon werde ich gar nicht antreten. Ansonsten kann ich ihm durch die Herzschuppe, die ich habe, in Weideburg sogar eine Kampfattacke beibringen. Vakuumwelle. Und dann kann ich ihm später vielleicht sogar Schwertanz beibringen. Das werde ich mir dann entscheiden, wenn es soweit ist. Gut, eine Attacke ergänzen. Ja, vergessen. Welche? Ganz ehrlich. Nur Situation bräuchte es unbedingt. Es könnte mir helfen. Dann werde ich, glaube ich, Flügelschlag los. Genau. Oh, verdammt, meine Nase. Besonders schön ist, bei mir ist nur das eine Nase noch so richtig zu. Das andere, das geht, aber wenn das... Habt ihr wahrscheinlich schon gehört, wenn es eine Pause macht, dann ist beides zu. Moment. Ich mute mich gerade und schnäuze mir die Nase. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder, mein Gott. Hier, bitte. Hier, die Putzfrauen bitte auf Etage 2 sauber machen. Das ist eine Sauerei. Ich mache mir immer Sorgen um das, was ich in der Spielhalle aufschnappte. Okay. Ja, das wissen wir schon alles. Gut. Alles klar. Gut. So, dann heißt es jetzt nochmal meine Pokémon heilen und dann geht's auf nach Weideburg. Und dann in der Nähe will ich auch das Item finden, was ich für Manador brauche. Ob ich Manador ins Team nehme? Ein Psycho-Pokémon? Apropos Psycho-Pokémon, ich habe mir Neo wieder gefangen. Jaha. Jawohl, das ist einfach in mein Team. Ansonsten habe ich mir wirklich hier alle Pokémon geschnappt, die es in der Umgebung gibt. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, das öfters zu machen. Offscreen einfach mal alle Pokémon fangen, die es hier in der Umgebung gibt, dass ich mein Team gegebenenfalls verändern kann. Beispielsweise für die nächste Arena. Wie gesagt, ist es gut, dass sich Sony vielleicht komplett entwickelt hat. Ansonsten, Sir Slicer, naja, nicht unbedingt.
Meine Pokémon sind vielleicht nicht so gut für Wasser-Pokémon, für eine Wasser-Pokémon-Arena, aber naja. Ich werde es schon hinkriegen. Ich werde es hinkriegen. Gut, gegen den musste ich kämpfen, um hier in die Wiese gut zu kommen. Die anderen Trainer habe ich noch nicht herausgefordert. Deshalb mache ich es jetzt. Ich werfe eine Mütze und du triffst eine Wahl. Kopf, wir kämpfen. Zahl und wir kämpfen. Was darf es sein? Das versteht man nicht unter Optionen. Das heißt, entweder das eine oder das andere. Aber das Gleiche ist, das macht keinen Sinn. Du hättest in der Schule besser aufbrechen sollen. Breich mal auf. Mach eine Dunkelklaue, mach schönes Sushi aus deinem Goldini. Zum Glück habe ich meine Pokémon trainiert, die haben auch schon Level 30 Pokémon. Ah ja, dann sollte ich mal... Oh ja, jetzt kann ich wechseln. Jetzt kann ich mal zu Sir Slicer wechseln. Warum Sir Slicer? Das hat mit seinen Sicheln oder mit seiner Art Schwertern hat es schon was Ratterhaftes. Und auch wenn ich es nicht in, auch wenn ich nicht in der Lage bin, wenn ich es zu Shellrox weiterentwickeln könnte, würde es ja auch passen, weil... Es hätte dann auch wirklich eine, es hätte eine Rüstung. Es hätte noch mehr was Ritterhaftes an sich. Ein ritterhafter Käfer, ein käferhafter Ritter. So oder so, wie man es sehen möchte. Wie ihr seht, es ist ziemlich stark. Senior Pack hat nur den Vorteil, dass es einen guten Spezialangriff hat. Zahl! Und genau wie die Münze liegt mein Pokémon flach auf dem Boden. Kann ich es mitnehmen? Bringt Glück! Als ich 10 Jahre alt war, warf ich eine Münze. Seither lebe ich in der Sinnoh-Region. Aha. Wo wärst du sonst gelebt? Wo hättest du sonst gelebt? Hey, komm doch her. Ich will kämpfen. Hallo. Wie bitte? Du sagst, du besitzt einen Pokédex? Einen echten? Achso, das ist so ein Pokémon-Sammler. Ah, du besitzt einen echten Pokédex? Oh, das ist unglaublich. Zeige mir. Je, hat er viele Pokémon. Was ist denn los? Oh, ich bin so aufgeregt. Heute ist Sonntag. Heute ist Samstag. Pion Scorra finde ich schon cool. Ich mag Skorpiole. Was komisch ist, weil ich mag keine Spinnen und Skorpione gehören zu den Spinnentieren, aber die haben mehr was Krebsartiges. Daher finde ich Skorpione cool. Und auch seine Weiterentwicklung Pion Draghi. Hi, Halleluja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Trubius. Da bleibe ich bei Sokoro. Es ist zwar ein Pflanzenflug, aber daher. Oder dadurch, dass es ein Pflanzenflug ist, mein Gott, das sieht so erhaben aus, könnte ihm Soniflare nur normalen Schaden zufügen. Am Ende Feuerattacken, Ratschugi. Da bleibt er auf dem Boden, denn die Flügel sind verbrannt. Nicht mehr lang und Sokoro entwickelt sich weiter. Jawohl, 4 Level verbleiben. Der Countdown hat schon lange begonnen. So, was kommt jetzt? Janma, Libellen, nice. Zeige ich mal Soniflare, was der Neues hat. Yes! So ein bisschen was vom Blitzlöwen. Oh, bist du süß. Bist du süß, ich fitze dich mal. So lieb hab ich dich. Wo scannst du mich? Willst du mich kopieren? Willst du mich ausdrucken? Aber mich gibt's doch nur einmal und mich soll's auch nur einmal geben. Mehr kann den nämlich die Welt nicht ertragen, ansonsten landet sie nämlich im kompletten Chaos. Also solltest du aufpassen, was du scannst und was du kopierst und was du ausdruckst, okay? Jemand mit meinem Wahnsinn, der ist sowieso zu, da würde jeder Drucker durchbrennen. Das sage ich dir. Sehr effektiv. Ja. Okay, was... Oh, wie eine Fliebes. Ich dachte, gute Pokémon. Gute Pokémon. Ankelwurf hat ja noch keine Feuerattacken. Er hat Smog, er hat Biss, er hat Stüffel, er hat Prügler. Daher würde ich wahrscheinlich eher KitKat etwas nehmen. Dann kann ich mal Fliegen vorzeigen. Ich glaube, Fliegen und Surfer sind, glaube ich... Würde ich sagen, sind zwei meiner Lieblings-VM-Attacken bei Surfer, weil das mehr Pokémon gleichzeitig treffen kann. Und sogar in der Kombination sind die beiden sehr gut, weil Fliegen, dadurch fliegt man in die Luft, es kann erstmal nicht angegriffen werden und während das andere Team-Pokémon Surfer einsetzt, wird es nicht getroffen. Und es macht auch gut Schaden. Nehmt euch dies hier. Wow, schrie hier auf von. Was kommt da oben? Was kommt da? Ist es Superman? Ist es ein Flugzeug? Nein, ist es KitKat und es wird dich vernichten. Ich glaube, KitKat entwickelt sich auf Level 34, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, KitKat ist auch nicht mal so weit davon entfernt.
Echt, als ich damals ja, wie gesagt, das erste Mal gespielt habe, wusste ich gar nicht, dass es noch eine Entwicklung hat. Ich dachte, das wäre genau wie bei Schwalbini und Schwalbos gewesen, dass es nur diese zweite hat. Für mich sah es irgendwie schon komplett aus, daher habe ich es nicht so sehr trainiert. Aber jetzt, natürlich, jetzt weiß ich's. Und bei Staraptor, als ich den Namen schon gehört habe, dachte ich mir schon, hö, bekomme ich jetzt hier eine Mischung wie von einem Velociraptor? Aber nein, leider nicht. Sieht einfach groß, wie ein großer, wie was Adlerhaftiges aus. Was Adlerhaftiges, das Wort gibt's nicht. Ich werde es in den Duden schreiben, eigenhändig. Oh, da haben wir das Mittagessen auf Spein, auf Bein. Spaghetti Bolognese. Oh, Luigi würde sich freuen. Ach, du Verdammtes. Vielleicht ist es auch Blaukraut. Und das Rote sind Radieschen. Ah gut, super. Jetzt kann ich es nicht. Jetzt habe ich das Bild im Kopf. Das Tangela ist Blaukraut mit Radieschen. Sieht da tatsächlich so aus. Echt, wie sind die da in Pokémon Studio auf Tangela gekommen? War das nicht nur ein KP, den es aufgefrischt hat? Oder habe ich mich verschaut? Dein Pokédex macht mich so neidisch. Neidisch! Kennst du zufällig einen Dummy aus Undertale, der alles wiederholt? Es gibt viele verschiedene Trainer mit vielen verschiedenen Pokémon. Je mehr du bekämpfst, desto mehr fühlt sich dein Pokédex. Ja, danke schön, aber bitte nicht so nah an mein Ohr, ja? Ich habe erst geduscht. Hab ich noch? Gegengift habe ich noch. Warte mal. Prima! So, wir sind auf dem Weg nach Weideburg. Hallo, die Verehrteste. Bitte, ein kleines Kind wie du will mir etwas über Pokémon beibringen? Ich habe nur gesagt, ich wollte nur sagen, ein wunderschöner Tag, oder? Genauso wie sie, aber ihnen was beibringen? Nein, ich bin schlecht im Sachen beibringen. Weil ich habe eine eigene Art, Sachen zu sehen und sie auch Hand zu haben und daher würde es mir schwerfallen, es anderen so beizubringen, dass sie es dann auch für sich gut umsetzen können. Naja. Man kann auch lernen zu lernen. Und dann kann man es anderen auch anderen lehren. Man kann anderen lehren, wie man besser lernen kann. Da gibt es doch was bei, das Samson in Gefahr, wo sie weil sowas gebracht hat, aber. Ich sag mal Hund. Ich sag mal Uncle Wolf. Der hat Fauststücke und Ohren, das sage ich euch. Sein Biss. Der ist gut. Pass mal auf. Rams. Schaut euch das an. Die Hälfte der KP ist weg. Weggemanscht. Ja, ja. Oh je, natürlich hier. Sehr effektiv. Was war denn das? Das kann keine Kieferattacke gewesen sein. Dann muss es Kampf gewesen sein. Oder Wasser. Ein Volltreffer sogar. Uncle Wolf hat sich auch gewünscht, dass ich mir dieses Pokémon und dass ich das Hundemon mit in die Pokémon-Liga nehme. Ich glaube, das mache ich auch, weil gegen den Lucian, der ja Psycho-Pokémon einsetzt, kann ich dann einmal Sir Slice einsetzen, aber auch Uncle Wolf. Ja, ja. Ansonsten. Bringt das was? Nein, ich glaube nein. Ansonsten, ich überlege mir noch, ob ich wirklich KitKat mitbringe. Oder lieber ein anderes Pokémon, nur welches dann genau ist es ein. Warum? Was ist ein. Ist es ein Stahltyp? Ich glaube, mit diesem Mantel ist es ein Stahltyp, oder? Aber dennoch beißt es dich durch. Nice, nice, nice. Was könnt ihr nämlich sonst mitnehmen? Wobei, Staraptor kann gute Attacken erlernen. Zum Beispiel auch Nahkampf kann es erlernen. Aeros kann es auch. Flügelschlag, was würde ich ihm noch beibringen? Das müsste ich mir überlegen. Also Knackrack, so ein Goku auf jeden Fall. Den Rest kann ich mir noch überlegen, wenn es soweit ist. Wow, stimmt das? Was stimmt? Was ist ein wunderschöner Tag? Ja, das stimmt. Es gibt so viele Pokémon, ich weiß gar nicht, welches ich verhätschen soll. Verhätschen sollst du gar nicht. Du sollst sie lieb haben, aber nicht verhätschen. Servus. Hast mich verpasst. Ich habe die Präsenz seines Trainers gespürt. Und das warst du. Vielleicht hast du auch deine eigenen gespürt. Gut, Schwielicht. So mit den Armen verschränkt. Oho, du forderst mich heraus. Mit Dunkelklauen natürlich. Hier mit den beiden Fingern in die Augenlöcher. Ich werde dich schon erwischen. Volltreffer. Haha. Obwohl Son Goku ja ein Kampf-Pokémon ist und eigentlich gegenüber Geist-Pokémon keine Chance hätte. Ja, mit Dunkelklaue. Tja.
Ich hab's euch ja gesagt, die Attacke passt zu ihm. Er schneidet die rechte Attacke, macht gut Schaden und man kann mit Psycho und auch Geist-Pokémon sehr viel Schaden zufügen. Schaut euch dies an! Wie ein heißes Buttermesser durch Butter. Oder Margarine. Oder Marmelade. Oder Pudding. Pudding. Erdbeer oder Schokolade. Ich mag Schoko. Nicht zu besiegen wird für niemanden ein Spaziergang. Das sagst du wahre Worte, mein Freund. Wird man stärker, wenn man Pokémon versteht? Ja, kann man schon sein. Kann man schon sagen. Hier weiß ich, geht's irgendwann zur Scheidequelle oder Scheidequelle war es, glaube ich, wo man auf Giratina treffen kann, wenn man es in der Zerrwelt besiegt hat. Ja. Du hast mich da nicht gesehen, aber wenn ich einen Schritt vorgehe, ein bisschen kurzsichtig, ja. Meiner Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Leuten, die ich nicht besiegen kann. So wirst du tun, Sammlern und mal. Ich lasse die zu creepy klingen. Mach mir selber Angst. Blitzer! Yes! Der hat wahrscheinlich die verschiedenen Formen von Evoli, schätze ich mal. Sehr gut. Fritzel. Das entspannt die verspannten Muskeln hier und die Elektrotherapie. Blablabla. So ein paar kleine Schocks. Kann auch ein bisschen erregen. So, was jetzt? Aquana, natürlich. Ich habe zwar kein Pflanzen-Pokémon, aber dafür habe ich einen Elektro-Pokémon. Dieser Sound. So schön. Es gibt Pokémon mit wirklich schönen Schreien. Ein Schrei, den ich besonders schön finde, ist der von, wie heißt der? Lumineon. Heißt es, glaube ich. Wenn man den Schrei hört, da denkt man einfach nur an den tiefen Ozean, wo allerlei Geheimnisse liegen könnten. Ein Schrei, bei dem ich denke, das wäre Rosana. Wie ging der? Da denkt man sich, Feuerzahn, da lernt er auch schon auf dem Level. Das ist gut. Interessant ist, sein Spezialangriff ist besser als sein direkter Angriff. Finde ich interessant. Naja. Feuerzahn hat er drauf, hat eine Step-Attacke. Wunderbar. Gut, Flamara ist ein Feuer-Pokémon, das heißt. Ist euch aufgefallen, jede Evoli-Entwicklung endet mit A. Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana, Nachtara, Fuliburba, Glaceola, Felinara. Ist euch dir schon mal aufgefallen, wieso ist das so? Keine Ahnung, aber es ist so. Sie enden alle mit A. Daher Drachmut reich. Aua. Habe ich hier auf die Zähne gebissen. Ich meine, ungewollt zu fest auf die Zähne gebissen. So, blablabla. Und der Georg ist besiegt. Dieser Angriff war beeindruckend. Darauf kannst du stolz sein. Bin ich, aber bitte lass mich in Ruhe. Ich bin stolz darauf, Pokémon zu haben, die sonst niemand hat. Und ich bin stolz darauf, bei einem Wettbewerb von Jubelstadt TV den zweiten Platz erreicht zu haben. Danke für die Information, mein Freund. Okay, ich werde das Item. Oh, da wären auch Trainer gewesen. Großwurzel. Das Item macht, wenn ein Pokémon sie trägt, dass eine absorbierende Attacke, wie zum Beispiel Megasauger, mehr Energie entzieht. Ich glaube, die bekämpfe ich erst später. Gut, das Kühnheitsufer. Chillig. Hier hätte ich auch auf Lustor treffen können, aber naja, habe ich ja schon. Was machst du? Reichst du den Schnabel so weit auf? Ich bin nicht deine Mutter, du kriegst keine Würmer von mir. Ich denke mir gerade, die kauen die doch und dann, naja, kauen kann man nicht wirklich sagen. Sie schlucken sie, verdauen sie und dann würgen sie wieder raus und geben sie dann den Küken zum Fressen, oder? Damit die sozusagen schon mal vorgedaut haben, aber ist es nicht eher. Na gut, die können es wahrscheinlich regulieren mit der Magensäure und. Okay, ich weiß, ihr seid gerade beim Essen, ich habe euch gerade den Appetit verdorben. Jetzt, Entschuldigung. Auf Joch müsst ihr achten, wenn ihr ein Video von mir anschaut. Das ist manchmal ein bisschen. Ja, unappetitlich werden könnte. Alter, hier jeder Schritt. Was schreckst du deine Pfoten raus? Bitte eine Spinde! Keine Spende. Du kriegst das hier.
einen Hieb ins Gesicht mit viel, hohem Tempo. Du hältst was aus, mein Freund, aber was hat der denn gehabt? Eine Sinelbeere, ach, sieh mal an. Wow! Ganz schön Hyperzahn. Eider aus. Dann nehme ich mal schnell Reis aus. Ach stimmt, die machen eine Reportage. Das Pokémon des Sees wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Da liegen wir hier versteckt auf der Lava. Moment, dürfen wir den Satz nochmal lesen? Das Pokémon des Sees wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Daher liegen wir hier versteckt auf der Lauer. Du hast es gerade selbst gesagt, das Pokémon spürt, wenn ihr in der Nähe seid. Das bedeutet, es wird nicht rauskommen, auch wenn ihr euch versteckt, weil es euch spürt. Hallo? Jemand zu Hause da oben? Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen B-Schlüssel zu verlieren. Schon wieder. Die Leute in dieser Ferienanlage werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin nicht entzückt. Oh, ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich die Rezeption verlassen habe. Wenn ich doch nur das Licht im Radar hätte, damit würde ich ihn im Handumdrehen finden. Na, da hast du Glück, dass der Tofu hier vorbeigekommen ist. Moment. Da haben wir die Zeit gesehen. Wo ist der verdammte Radar? Wo ist der Radar? Da ist der Radar, okay. Achso, da darf ich. Ich kann noch nicht nach Sonnewick. Stopp. Ja, dich meine ich. In Sonnewick, da sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störungen zu beheben, aber nur die Straße. Aber die Straße bleibt trotzdem vorerst gesperrt. Ist ja gut. Mal sehen, Rezeption ist hier. Ach, die Musik. 7-Sterne-Restaurant, der Ort des guten Geschmacks. Ach nee, da kann man gegen Trainer kämpfen. Da habe ich auch immer gut trainiert. Ich glaube, ich brauche Kraxler, um das Item zu finden, oder? Ich glaube zumindest, das war so gewesen. Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Das Meerwasser schmeckt so salzig, wie meine Tränen nicht am Ende eines langen Urlaubs vergieße. Ach, das kenne ich. Up plus. Schön. Oder war das hier irgendwo gewesen? Nein. Hier auch nichts zu finden. Wo war das gewesen? Vorher war über die Rezeption. Guten Tag. Hallo, ich bin. Ah, das habe ich mir doch gedacht. Der sieht nämlich sein Sprite, hebt sich von den anderen hervor. Ich bin der Game Director. Oh, du arbeitest an einem Pokédex. Ich hoffe, du zeigst mir den Pokédex noch einmal, wenn er noch mehr Einträge besitzt. Man bekommt einfach nur den Glückwunsch, ja, du hast den Pokédex vervollständigt, aber hat man davon wirklich was? Naja, wenn man auf sowas steht. Ich glaube, war hier gewesen? Nein? Das wäre aber ein schönes Versteck gewesen. Ich bin eine ganz einfache Seele. Meine Gitarre spricht für mich. Alles, was ich brauche, sind meine Musik und meine Pokémon. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Es soll noch andere Leute wie mich geben, die von Pokémon Center zu Pokémon Center ziehen. Sowas wie Baden? Sieh mir in die Augen. Ich werde deine Zukunft darin lesen. Eine magische Begegnung steht an. Aber ich kann nicht erkennen, ob sich das auf ein Pokémon oder einen Trainer bezieht. Sehr genau, ja. Wir sind reisende Straßenkünstler. Und da wir uns jetzt kennengelernt haben, schenken wir dies hier. Das ist Bizarro-Raum, oder? 92? TM-92? Bizarro-Raum ist eine verrückte Attacke, die Zeit verzerrt. Setze sie ein, wird für eine Weile das langsamste Pokémon zuerst angreifen. Bevor das schnellste angreifen kann, greift das langste Pokémon an. Wie du die Attacke ansetzt, bleibt natürlich dir als Trainer überlassen. Natürlich, danke. So, ich glaube, ich brauche wirklich Kraxlers, um den Schlüssel zu finden. Wenn ich mich recht erinnere. Hopp, wirklich? Du bist ein Reisender? Ja, es ist immer gut, wenn man fremde Orte kennenlernt. Hast du schon mal etwas über die Strudelinseln in der Region Johto gehört, wo man Lugia findet? Natürlich. Ein silberfarbenes Pokémon. Obwohl es mehr weiß ist. Einmal im Leben möchte ich das sehen. Ah ja, wenn ich ihm also Lugia zeige, dann bekomme ich was? Hier ist die Rezeption. Ah ja. Guten Tag, möchten Sie übernachten? Oh, ich sehe gerade, Sie haben gar keine Reservierung. Das tut mir leid, dann sind wir komplett ausgebucht. Weil Sie dürfen sich hier gerne für eine Weile ausruhen, wenn Sie möchten. Ah ja, er wollte mir erst einen Platz anbieten und als ich sagte, als er gesehen hat, keine Reservierung, dann hat er auf einmal keinen Platz gehabt. Ja, aber in seinem Topfett. Dankeschön.
Dieses Hotel ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmernder Rüstung auf einem starken Bogen wird kommen. Dann können wir hier unsere Flitterwochen verbringen. Da müsst ihr erstmal heiraten, bevor ihr Flitterwochen verbringen könnt. Soweit, so schnell darf es das nicht gehen. Gelbstück, aha. Also hier war die Rezeption. Wo ist das Item? War das hier unten? Oh. Da ist was. Da ist was. Ah, es war nur eine Perle. Gut, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, für diesen Part reicht es erstmal. Wir sind auf der Suche nach einem B-Schlüssel. Wofür steht das B? Für Beach, für Beauty, für Boobies? Wer weiß das schon. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Pokémon Platin gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.